Das Tal der Könige. Hier lag der größte Schatz, der je gefunden wurde. Jahrtausende lang ruhten die Geheimnisse des Tals unter Felsen und dem Sand der Wüste. Doch heute kartografieren Archäologen das Totenreich der ägyptischen Könige mit Hilfe modernster Laserkameras. Computergrafiken zeigen erstmals ein exaktes Bild der unterirdischen Grabanlagen mit all ihren verzweigten Gängen und Kammern. Im Tal sind die mächtigsten Pharaonen Ägyptens begraben. Setos I., Ramses II. Und Thutmosis III. Doch das Tal der Könige birgt nicht nur die Geschichte glanzvoller Pharaonen. Es erzählt auch die Geschichte genialer Baumeister und Handwerker, skrupelloser Grabräuber und wagemutiger Entdecker. Es ist eine Welt voller Geheimnisse und Schätze. Eine Welt, die starke Emotionen weckt. Dreieinhalbtausend Jahre nach ihrem Bau offenbaren die Gräber im Tal der Könige nun ihre Geheimnisse. Ägypten, 1. November 1922. Im Tal der Könige sind umfangreiche Ausgrabungen in Gang. Noch wissen die Arbeiter nicht, dass nur wenige Meter unter ihnen der größte Schatz ruht, der je gefunden werden sollte. Tief im ausgehöhlten Kalkstein liegen die Grabkammern eines Pharaos bis an die Decke mit erlesenen Kostbarkeiten gefüllt. Inmitten dieser Prunkstücke in einem Sarkophag aus massivem Gold, Pharao Tutanchamun. Die reich gefüllte Grabkammer gibt Archäologen wie Kent Weeks erstmals eine Vorstellung davon, welche Schätze sich in den weit größeren Grabanlagen anderer Pharaonen befanden. Gerade hier im felsigsten Teil der Wüste hat man die aufregendsten Funde gemacht. Allein in diesem schmalen Bereich liegen die Gräber von Amenophis II., Haremhab und Ramses III. Auf der anderen Seite befindet sich das Grab von Ramses VI. Und genau in der Mitte liegt die Kammer von Tutanchamun. Nicht jedes der 62 Gräber im Tal der Könige enthält materielle Schätze, dafür aber eine Fülle wertvoller Informationen. Tief unter der sandigen Oberfläche des Talkessels erstreckt sich ein Labyrinth aus Gängen und Grabkammern. Und Archäologen wie Bob Breer wissen, dass hier Pharaonen zur letzten Ruhe gebettet wurden, die weit bedeutender waren als Tutanchamun. Jeder kennt die Prunkstücke aus Tutanchamuns Grab, die goldene Maske und den juwelenbesetzten Schmuck. Doch er war nur ein unbedeutender Pharao. Unvorstellbar, was in der wirklich riesigen Grabkammer von Setos I. gewesen sein muss. Sicherlich zehnmal so viel wie bei Tutanchamun. Mit all dem Gold und Prunk diente ein Pharaonengrab einem einzigen Zweck. Es war die ansehnliche Ausrüstung des Herrschers für ein erfolgreiches Weiterleben nach dem Tode. Es ging nicht ums Vergnügen oder um Kunst. Diese Anlagen wurden speziell entworfen, um sicherzustellen, dass der Verstorbene wohlbehalten ins Jenseits gelangte und dort seinen Platz unter den Göttern einnahm. Er betritt es als Toter, mumifiziert in seinem Sarg ruhend, bedeckt mit der Goldmaske. Und durch einen geheimnisvollen magischen Prozess wird er in seinem Grab wieder lebendig. All die Rituale, Zaubersprüche und Gebete, die ihn dabei begleiten, tragen zu diesem außergewöhnlichen Geschehen bei. Das Grab war sicherlich wichtiger als der Palast. Den Palast bewohnte ein Pharao nur für die kurze Zeit im Diesseins, das Grab jedoch für immer. Deshalb stecken sie auch so enorme Summen in den Bau ihrer Gräber. Das war die wichtigste Investition, die ein gottgleicher Herrscher tätigen konnte. Sie war für die Ewigkeit. Das Tal der Könige lag im Herzen des alten Ägypten, am Westufer des Nil.
knapp 5 Kilometer entfernt von der glanzvollen Hauptstadt Theben. Während der goldenen Zeitalter war Theben Hauptstadt Ägyptens und Sitz der Regenten des Neuen Reichs. Hier konzentrierten sich die weltliche und religiöse Macht, all der Reichtum und das Wissen, das man zum Bau der Königsgräber benötigte. Die Stadt war der Mittelpunkt der Welt, immens kultiviert und sehr, sehr reich. Das Maß an Wohlstand in dieser Stadt war so hoch wie das des restlichen Ägyptens zusammen. Im Jahr 1279 vor Christus stirbt Sethos I., einer der erfolgreichsten Herrscher des alten Ägypten. Für seinen Weg ins Jenseits steht alles bereit. Doch bevor er in sein Grab gebettet wird, muss sein Leichnam von kundigen Priestern einbalsamiert werden. Sie balsamierten den Körper, da ihre Religion die Auferstehung lehrte. Sie glaubten, dass sich der Pharao im Jenseits wieder erheben würde. Also mussten sie seinen Körper erhalten, denn er brauchte ihn noch. Ägyptische Schriften beschreiben den Prozess der Mumifizierung als komplizierte und heikle Arbeit, die exakt 70 Tage dauerte. Die Voraussetzung für die Mumifizierung war die Entwässerung des Körpers. Als erstes entfernten die Priester die inneren Organe, denn sie enthalten die meiste Flüssigkeit. Dafür benutzten sie eine Klinge aus Obsidian, die so scharf wie ein Skalpell war. Während sie den Leichnam sorgfältig auf das Jenseits vorbereiten, ahnen die Priester nichts von den zukünftigen turbulenten Ereignissen, die der Mumie ihres toten Herrn noch bevorstanden. 500 Jahre lang diente das Tal als Begräbnisstätte. Der Ort war mit Bedacht gewählt worden. Durch die Felsen entzog er sich den Blicken der gewöhnlichen Sterblichen, bestätigt die Archäologin Kate Spencer. Die normale Bevölkerung hat die Gräber nie zu Gesicht bekommen. Alles, was man wusste, war, dass hinter den Klippen die herrlichen Gräber all der Pharaonen des Neuen Reiches lagen. Das Tal der Könige lag abseits, im Schutz des Wüstengebirges. Doch allein darauf verließ man sich nicht. Ein spezieller Sicherheitstrupp bewachte die Pharaonengräber. Auf den Felsgipfeln postiert, sicherten die Männer die Nekropole im Tal. Von hier, so der Ägyptologe Kent Weeks, hat man den besten Blick auf die Eingänge der Gräber im Talkessel. Das Tal ist von schroffen Klippen gesäumt. Richtet man rings um Posten ein, kann man es zur Gänze überblicken. Etwa 5 Wächter pro Ausguck sind nötig, um die Posten rund um die Uhr zu besetzen. So blieb nicht die kleinste Bewegung im Talkessel unbeobachtet. Tag und Nacht bleiben die Wächter auf ihren Posten und bilden damit rund um die Uhr eine höchst schlagkräftige Einsatztruppe, so die Archäologin Nicole Dueck. Griffen die Wachen jemanden auf, der im Tal nichts zu suchen hatte, musste er um sein Leben bangen. Besonders wenn sich herausstellte, dass es ein Grabräuber war. Dann hätte ich nicht an seiner Stelle sein mögen. Einige Gruppen konnten die Posten allerdings unbehelligt passieren. Architekten, Handwerker und Arbeiter. Jene Männer also, die die Königsgräber bauten. Sie lebten in einem abgeschiedenen Dorf in unmittelbarer Nähe des Tals. Nur sie genossen das uneingeschränkte Vertrauen des Pharaos, da sie sein Haus des ewigen Lebens errichteten. Die Überreste von Deir el-Medina. In diesen Mauern wohnten die Bautrupps der Pharaonengräber. Bei Ausgrabungen hat man hier erstaunliche Relikte dörflichen Lebens zutage gefördert. Wir wissen etwa, wer des Diebstahls beschuldigt wurde, wer mehr Huhn zum Mittagessen verlangte und wer mit wem um seine Frau kämpfte. All das konnten Archäologen wie Bob Breer nachvollziehen, weil die Dorfbewohner ihre Mitteilungen auf Täfelchen aus Kalkstein kritzelten. Beim Gräberbau fielen Unmengen dieser Kalkstückchen ab. Auf dieses Schmierpapier schrieben sie dann ihre Notizen. Kurze Notizen wie diese. Der Arbeiter Menaf hat Mentmoser, dem Chef der Wachmannschaft, einen Topf Fett gegeben. Dieser will mit Gerste bezahlen.
Gibt es irgendwo Bier, lässt du dich nicht bei mir blicken. Nur wenn die Arbeit ansteht, hast du Zeit für mich. Diese Menschen sind wie wir. Sie tun die gleichen alltäglichen Dinge. Sie könnten unsere Brüder und Schwestern sein. Von anderen Dorfbewohnern Ägyptens unterschieden sich diese Menschen aber markant. Eine Notiz auf einem der Kalkblöcke verrät, dass sie nicht trauerten, wenn ein Pharao starb. Sie feierten ein Fest. Die Reaktion, die da beschrieben wird, scheint wirklich ungewöhnlich. Als der Vezier den Tod des Herrschers verkündete, frohlockten sie. Doch der Tod des Pharaos bedeutete für sie den Beginn der Arbeiten am Grab des neuen Königs. Nach dem Tod Sethos I. dauerte es rituelle 70 Tage, bis die Mumie für die Ewigkeit präpariert war. Die Bautätigkeiten an seinem Grab hatten 15 Jahre früher begonnen, in jenem Jahr, in dem Sethos den Thron Ägyptens bestieg. Zunächst hatten die Architekten den Eingang der Grabanlage bestimmen müssen. Eine ebenso schwierige wie folgenschwere Entscheidung, denn die Baumeister planten sozusagen blind. Sie wussten nie, was sie im Inneren der Felsschichten erwartete, so der Ägyptologe Kent Weeks. Bei Ausschachtungsarbeiten waren sie nie sicher, ob sie nicht auf eine ältere Grabanlage trafen. Es gibt im Tal der Könige 5 solcher Fälle, dass Ingenieure bei Bauarbeiten auf bereits bestehende Gräber stießen oder, wenn sie es rechtzeitig merkten, eine scharfe Wendung machten, um eine Beschädigung der alten Bausubstanz zu vermeiden. Das mit der Anzahl der Königsgräber steigende Kollisionsrisiko könnte eine auffallende Veränderung im Grundriss der Anlagen erklären. Die frühen Gräber sind L-förmig angelegt. Doch bereits ein paar Generationen später kam man von diesem Grundriss ab. Es wurde in geraden Linien gebaut. So sparte man Platz. Es wurde eng im Tal der Könige. Und so lief man weniger Gefahr, die Totenruhe der Pharaonen zu verletzen. Für die Bauarbeiter begann die Woche mit der Verteilung des Werkzeugs. Schreiber protokollierten sorgfältig, wer welches Kupferwerkzeug erhalten hatte. Im alten Ägypten war Kupfer wertvoll. Ein Meißel kostete so viel, wie der Monatslohn eines Arbeiters ausmachte, ist sich auch der Archäologe Bob Breer bewusst. Sie führten ganz genau Buch über das Kupferwerkzeug. Am Beginn und am Ende der Woche wurden die Meißel gewogen. Gewogen, damit niemandem einfiel, ein paar Späne abzuschaben und zu verkaufen. Da die Werkzeuge höchst primitiv waren, musste reine Muskelkraft beim Bau der Anlagen viel wettmachen. Die Männer leisteten Schwerstarbeit unter schwierigsten Bedingungen, bestätigt der Ägyptologe Kent Weeks. Dichter Staub überall, 95% Luftfeuchtigkeit, unerträgliche Temperaturen, herabstürzende Steine. Und ein Vorarbeiter treibt die Männer an, die wissen, dass sie spuren müssen. Unter sengender Sonne zu werken war anstrengend genug. Doch das Projekt Königsgräber schuf viele Arbeitsplätze unter noch härteren Bedingungen, schildert die Archäologin Nicole Dueck. Waren die Männer einmal in den Berg vorgedrungen, gab es überhaupt kein Licht. Also nahmen sie Öllampen als Lichtquelle mit, kleine Tonschalen mit einem Docht. Man gab Salz in das Öl, um übermäßigen Rauch zu vermeiden. Je tiefer die Männer in den Fels vordrangen, desto schwieriger wurde es auch, die Richtung zu halten. Ein Grab in diesen Fels zu schlagen, ist ähnlich wie einen Stollen im Bergwerk vorzutreiben. Man verliert schnell die Orientierung. Es ist ausgesprochen schwierig, gerade und horizontal zu bleiben. Die Ägypter benutzten durchaus Vermessungsgeräte, doch sie waren sehr primitiv. Winkelmaß, Senkblei und eine Schnur, um Längen zu messen. Das war im Grunde alles. Was die Handwerker mit so einfachen Hilfsgeräten schufen, ist erstaunlich. Bauwerke von großer architektonischer Raffinesse und Schönheit.
Ein erhaltener Bauplan demonstrierte, wie präzise die Baumeister die Maßangaben umsetzten. Sie erreichten die Vorgaben mit einer Abweichung von etwa 2 mm. Je tiefer sie in den Berg vorstießen, desto sorgsamer untersuchten sie den Gesteinsschutt nach Anzeichen verräterischer Veränderungen. Viele der Männer wussten aus bitterer Erfahrung um den tückischen geologischen Aufbau des Tals, schildert Archäologe Nicholas Reeves. Eine der Schwierigkeiten lag darin, nicht zu wissen, was vor einem lag. Man begann in einem Gestein, das perfekt geeignet war, und traf nach ein paar Meter auf ein Desaster. Nur der Kalkstein, die obere Gesteinsschicht im Tal der Könige, eignete sich für den Bau der Grabanlagen. Es muss der Albtraum jedes Bauherrn gewesen sein, auf die darunterliegende bröselige Schieferschicht zu treffen. Stieß man auf sie, musste das ganze Bauprojekt aufgegeben werden. Mitunter war der Erfolg jahrzehntelanger Arbeit zunichte. Heute weiß man, dass den Erbauern des Grabmals von Sethos I. dergleichen erspart blieb. Wie jedes größere Grab im Tal der Könige weist es vier Hauptmerkmale auf. Einen Gang, der in den Felsen führt, einen tiefen Schacht aus Sicherheitsgründen, Lagerräume für die Grabbeigaben und das Wichtigste im Innersten der Anlage, die Grabkammer des Pharaos. Die Steinhauer sind abgezogen, der Schutt ist geräumt, doch das Grab ist noch lange nicht fertig. Jetzt geht es an die Innengestaltung der Wände, doch Kunst war dabei Nebensache. Im alten Ägypten gab es keine Kunst um der Kunst willen. Die Maler in den Gräbern produzierten nicht einfach schöne Bilder. Sie produzierten die Mittel, durch die der Pharao wieder lebendig werden sollte. Die Bilder und Texte waren religiöse Beschwörungsformeln. Sie halfen dem Pharao, seinen Weg ins Jenseits zu finden. Mit der Schaffung dieser Darstellungen wurden nur die vertrauenswürdigsten Künstler ihrer Zeit betraut. Ihre Arbeit an einer Grabanlage konnte sich über viele Jahre erstrecken. Als Sethos der Erste starb, war jedoch Eile geboten. Den Künstlern blieben nur mehr 70 Tage, um ihr Werk zu vollenden. Nach Ablauf der 70 Tage fand das Begräbnis statt. Das Grab wurde dann für immer geschlossen. Als erstes machten Vorzeichner eine Skizze. Mit Hieroglyphen markierten sie die Position der Darstellung. Dann führten die Meister sie mit schwarzer Tinte aus und korrigierten dabei Größe und Proportionen, um ein ästhetisch gefälliges Gesamtbild zu erzielen. Außerdem verbesserte man Schreibfehler und Auslassungen. Hier sieht man, dass der erste Zeichner mit roter Tinte arbeitete und offenbar eine ganze Textspalte ausgelassen hat. Der zweite musste also diese Figur nach rechts verschieben und die fehlenden Hieroglyphen einfügen. Das war nicht nur aus ästhetischen Gründen wichtig. Diese Texte stellten sicher, dass der Pharao auch wirklich ins Jenseits gelangte. Ein Schreibfehler und er wäre vielleicht in die falsche Richtung geraten und wer weiß wo gelandet. Hunderte Meter tief im Fels, ohne natürliche Lichtquelle, war das Ausschmücken der Wände kein leichtes Unterfangen. Die Darstellungen sind jedoch exakt ausgeführt. Und viele der bizarren Motive verblüffen selbst Fachleute. Es gibt da unheimliche Geschöpfe, Bewohner der Unterwelt, außerirdische Gestalten. Es gibt Menschen in Schlangengestalt. Einen Drachen, halb Nilpferd, halb Krokodil. Oder eine Gestalt mit einem riesigen Kopf. Eine ziemlich unheimliche kleine Figur. Waren die Wandmalereien endlich abgeschlossen, machten sich andere Künstler und Handwerker an den Steinsarkophag, der den Sarg des toten Pharaos aufnehmen sollte.
Aus einem massiven Block Granit, Quarzit oder Alabaster geschnitten, wog das Prunkstück bis zu 10 Tonnen. Stand der Sarkophag an Ort und Stelle, war das Grab fertig. Was mit einem in den Fels getriebenen Schacht begonnen hatte, war nun ein präzise gebautes und kostbar gestaltetes Vehikel für einen Gang ins Jenseits. Es steht bereit und wartet auf seinen königlichen Passagier, die Mumie des Pharaos. Der Leichnam Sethos I. ist zur Mumifizierung vorbereitet. Die Eingeweide sind entnommen, dem Körper wurde alles Wasser entzogen. Erst jetzt kann er in feinstes Leinen, getränkt mit Harzen und Ölen, gewickelt werden. Das Bandagieren des Körpers dauert tagelang. Und an bestimmten Stellen werden Amulette eingelegt. Für die Ägypter besitzen diese Amulette magische Kraft. Das Wichtigste ist das Ankh-Zeichen, denn es bedeutet Leben. Über 150 dieser Schmuckstücke werden zwischen die Binden der Mumie gesteckt. Ein Amulett hatte die Form einer winzigen Treppe, um in den Himmel hinaufzusteigen. Oder eine Miniaturkopfstütze, die das Haupt des Königs immer aufrecht halten sollte. Sethos Begräbnisprozession führte an den wichtigsten Totentempeln vorbei bis ins Tal der Könige. Die Prozession zur Beisetzung des Pharaos muss ein unglaublich eindrucksvolles Schauspiel gewesen sein. Der Sarg war schwer und er musste über viele Kilometer weit gezogen werden. Man trug Kästen aus Edelholz, goldene Statuen, rituelle Objekte, die den König zu seinem endgültigen Ziel begleiten sollten. Schließlich erreicht die Prozession die Grabkammer tief in den Felsen des Tals. Sethos Leichnam im goldenen Sarg wird in den Alabaster-Sarkophag gebettet. Die Gegenstände, die man dem König auf seine Reise mitgab, müssen von unvorstellbarer Schönheit gewesen sein. Doch vieles davon erfüllte praktische Zwecke. Es war eine Vorbereitung für eine Reise ins Unbekannte. Man weiß nicht, was einen erwartet, und so packt man alles Erdenkliche ein. Der Pharao brauchte bei seiner Wiedergeburt alles, was sein Leben auch im Diesseits angenehm gemacht hatte. Kleider, Kosmetik, Schmuck, Dinge eben, die ein bequemes Dasein sicherten. Für jegliches Bedürfnis im Jenseits war gesorgt. Mochte der Pharao jetzt auch tot sein, nach seiner Auferstehung würde er Hunger und Durst verspüren. Es gab immer Brot und Bier und natürlich auch Wein. Trank der Herrscher keinen Alkohol, gab man ihm Tamarindensaft oder andere Fruchtsäfte zur Erfrischung mit. Die Speisekarte ist fantastisch. Selbst auf Dienstboten, sogenannte Ushebtis, sollte der Pharao nicht verzichten müssen. Man stellte sich das Jenseits vor wie das Diesseits. Jemand musste die Arbeit verrichten. Diese magischen kleinen Dienerstatuen sollten im Jenseits lebendig werden und den Pharao versorgen. Jeder dieser Ushebtis besitzt eine magische Inschrift.
Wenn du mich rufst, hier bin ich, zu deinen Diensten. Bis zu 400, 450 dieser Diener konnten in einem Grab sein. Alle hübsch nebeneinander in einem Kasten verpackt. Und von jedem Einzelnen würde man umsorgt und bedient werden. Mit einer religiösen Handlung wurde der Sarkophag feierlich versiegelt. Aufs Vornehmste ausgestattet, konnte Sethos I. nun seine Reise in die Ewigkeit antreten. Als man seine Mumie 3000 Jahre später entdeckte, fehlte von seinem Grabschatz jede Spur. Röntgenaufnahmen zeigen ein Amulett versteckt zwischen den Binden der Mumie, das einzige, das von seinen Grabbeigaben blieb. Vermutlich wurde das Grab bereits 200 Jahre nach Sethos Tod geplündert, als eine Epoche politischer und wirtschaftlicher Wirren in Ägypten anbrach. Christus. Überlebende werden diese Schreckenszeit später das Jahr der Hyänen nennen. Unruhen erschüttern das Reich, Hunger grassiert. Das Jahr der Hyänen ist als furchtbar in Erinnerung geblieben, weil die Wirtschaft Ägyptens zusammenbrach, weil Feinde aus der Wüste angriffen und weil der Herrscher nicht in der Lage war, das Reich zusammenzuhalten. Wie immer in wirtschaftlichen Krisenzeiten wächst auch die Kriminalität. Im Tal der Könige tauchen professionelle Grabräuber auf. Es gelingt ihnen, die Wachen zu überlisten. Möglicherweise sind Männer mit Insiderwissen unter ihnen. Männer aus Deir el-Medina, dem Dorf der Grabbaumeister. Die Räuber brechen nicht über die Haupteingänge in die Gräber ein, denn die liegen im direkten Blickfeld der Wachposten. Außerdem würde das beschädigte königliche Türsiegel beim nächsten Kontrollgang der Wachen entdeckt. Die Grabräuber wählen den sicheren Weg. Sie kommen von oben. Das Grab eines ägyptischen Pharaos gewaltsam zu öffnen, heißt, ins Jenseits einzudringen. Man weiß nicht, wo man sich befindet. Es ist stockdunkel. Man bekommt es mit der Angst zu tun. Irgendwo da drinnen liegt der tote Pharao. Die Nahrungsmittel, die man ihm mitgegeben hat, sind verrottet. Tiere, die man mit ihm begraben hat, sind verendet und bereits stark verwest. Es muss bestialisch nach Tod und Verwesung gestunken haben. Wenn die Grabräuber tiefer in die Ruhestätte vordringen, stoßen sie irgendwann auf die Wächter der Totenruhe. Den mannsgroßen Statuen schreibt man übernatürliche Kräfte zu. Sie können Eindringlinge mit einem schrecklichen Fluch belegen. In der Königskammer selbst finden die Grabräuber schließlich, was sie gesucht haben. Gold in Mengen. Fachleute wie Kent Weeks können heute nur grob schätzen, wie viel davon jedes Grab ursprünglich enthielt. Es gibt da wilde Spekulationen von 250 Kilo bis zu 100 Tonnen Gold. Aber das edle Metall lag nicht einfach herum. Oft war es in Objekte aus Holz oder Stein eingearbeitet. Und das meiste befand sich hinter dem schweren Sarkophag mit der Mumie. Zeitgenössische Quellen auf Papyrus belegen das skrupellose Vorgehen der Grabräuber. Um an das begehrte Metall zu gelangen, ist ihnen jedes Mittel recht. Die Eindringlinge legen in der Grabkammer Feuer.
Indem sie das Gold aus den Kunstwerken schmelzen, entfällt auch der Transport der auffälligen, sperrigen Gegenstände. Kunstwerke von unschätzbarem Wert zerfallen zu Asche. Die Mumie des Pharaos wird nicht selten ein Opfer dieser Flammen. Das schlimmste Sakrileg, das Einbrecher begehen konnten. Ertappte man sie, wäre ihnen im goldenen Zeitalter die Todesstrafe gewiss gewesen. Doch das Jahr der Hyänen markiert auch hier einen Wendepunkt. Nach 500 Jahren galt das Tal der Könige nicht länger als sicherer Begräbnisplatz der ägyptischen Herrscher. Die Pharaonen entschieden sich für neue Ruhestätten. Deir el-Medina, das Dorf der königlichen Baumeister, verwaiste und zerfiel. Priester kamen und öffneten jedes Pharaonengrab, das sie finden konnten. Waren die Mumien nicht den Flammen der Grabräuber zum Opfer gefallen, brachte man sie in kleine, sichere Höhlen außerhalb des Tals. Stille legte sich wieder über das Tal der Könige. Bis die ersten Fremden kamen. Ägypten erlebte eine Invasion feindlicher Mächte. 670 vor Christus fielen die Assyrer ein, gefolgt von den Griechen. Schließlich wurde Ägypten eine Kolonie des römischen Weltreichs. Im Gefolge der fremden Armeen kamen die ersten Touristen. Das Tal war damals schon die Attraktion. Und viele der Besucher haben hier ihre Spuren hinterlassen. Davon zeugen heute tausende Graffitis an den Wänden der Grabkammern. Ich, Philestrios aus Alexandria, habe mit eigenen Augen die Werke in diesen gespenstischen Gräbern gesehen und einen herrlichen Tag verbracht. Wir, Iasios und Sonasios, haben 6 dieser Gräber gesehen und sind überaus beeindruckt. Ich bin hingerissen von dem, was ich gesehen habe, deshalb schreibe ich dies. Marcus Litus war hier. Doch die Schäden, die diese frühen Touristen anrichteten, waren gering im Vergleich zu den Zerstörungen durch die Gewalten der Natur. Alle paar hundert Jahre rutschen nach verheerenden Regenfällen tausende Tonnen Geröll ins Tal. Dadurch sind große Schäden an den Gräbern entstanden. Das Wasser schießt durch das Tal, es reißt Gesteinsbrocken mit sich und überflutet alles. Die Folgen kann man sich gut vorstellen, wenn Millionen Liter Wasser durch die Gänge strömen, die Bemalungen abwaschen, die Reliefs beschädigen und ein Grab bis unter die Decke füllen. Manche der Unwetter waren so heftig, dass sich der Talkessel in einen See verwandelte. Und im Lauf der Zeit versiegelten die Fluten ein Grab nach dem anderen mit Sand und Geröll. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Tal der Könige wieder aus seiner Ruhe gerissen. In nur 10 Monaten entdeckte ein einziger Mann allein 8 Grabanlagen. Der Italiener Giovanni Belzoni, der seine Karriere als Zirkusartist aufgegeben hatte, um das ägyptische Altertum zu erforschen. Das Tal der Könige erschien ihm auf den ersten Blick nicht besonders vielversprechend. Trotzdem begann er genau hier mit seiner Suche. Am 18. Oktober 1817 stößt Belzoni auf das Grab Sethos I., der hier 3000 Jahre zuvor begraben worden war. Ein sensationeller Fund und weitere folgten. Um voranzukommen, ist Belzoni jedes Mittel recht. Belzoni hatte in der archäologischen Fachwelt eine schlechte Presse wegen seiner Methoden, versiegelte Gräber zu öffnen. Er arbeitete noch mit dem Rambock, eine Methode, mit der man heute nicht mehr arbeiten würde. Belzoni war der Erste, der Sethos letzte Ruhestätte 3000 Jahre nachdem Grabräuber sie geplündert hatten, betrat. In sein Tagebuch notierte er:
Ich kann diesen Tag glücklich nennen, vielleicht einen der besten meines Lebens. Die Ruhestätte Sethos I. erstreckt sich über eine Länge von 100 Metern und ist damit eine der imposantesten Grabanlagen, die jemals gefunden wurden. Gänge und Kammern sind in den massiven Fels geschlagen. Mit einer Höhe von 6 Metern ist die Grabkammer eine der größten im Tal der Könige. Die Ansicht eines nächtlichen Himmels schmückt das Deckengewölbe. Das astronomische Motiv wurde mit unvergleichlicher Schönheit und Genauigkeit ausgeführt. Die eigentliche Königskammer fand Belzoni leer vor. Doch etwas hatten die Räuber nicht mitgenommen. Hunderte von Usheptis bedeckten den sandigen Boden. Auf dem Schwarzmarkt des alten Ägypten waren sie anscheinend wertlos gewesen. Doch 3000 Jahre später lösten diese winzigen Statuen einen wahren Goldrausch im Tal der Könige aus. Nach ägyptischen Schätzen zu graben, wurde im späten 19. Jahrhundert eine Art Volkssport. Jeder konnte mitmachen. Eine Kontrolle fand nicht statt. Reiche Sammler schnappten einander die wertvollsten Stücke vor der Nase weg. In Europa und Amerika wurde es schick, mit Pharaonen Kunst zu protzen. Diese Sammelleidenschaft verurteilt die Archäologin Nicole Dueck heute scharf. Das war Plünderung im großen Stil. Was man fand, nahm man einfach mit. Der größte Schatz im Tal der Könige entging diesem Schicksal. Die Grabkammer des Pharao Tutanchamun. Die Schatzjäger hatten sie bis dahin einfach nicht gefunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts grub der britische Archäologe Howard Carter im Tal der Könige. Carter war überzeugt von der Existenz eines noch unentdeckten, intakten Grabes. Doch auch nach 7 Jahren intensiver Suche hatte sein Trupp von Arbeitern nichts Nennenswertes zutage befördert. Seinem Geldgeber und Mäzen Lord Canavan ging sowohl das Geld als auch die Geduld aus. Doch Canavan willigte ein, eine letzte Grabungsperiode zu finanzieren. Carter trieb seine Leute an. Am 4. November 1922 stoßen die Arbeiter auf eine in den Fels gehauene Stufe. Es ist die erste von 15 weiteren. Die Stufen führen zum zugemauerten Eingang eines Grabes. Die königlichen Siegel sind unversehrt. Und dahinter liegt, was Howard Carter sich lange erträumt hatte. Das Grab des Tutanchamun, bislang unentdeckt und von Grabräubern verschont. ...5000 erlesene Kunstobjekte füllen Tutanchamuns letzte Ruhestätte. Allein der Sarg aus massivem Gold wiegt fast 120 Kilo. Anders als viele seiner Vorgänger im Tal der Könige hat Howard Carter nicht die Absicht, Tutanchamuns Schatz in alle Welt zu verkaufen. Howard Carter ist ein gewissenhafter Archäologe. Er fotografiert, vermisst und katalogisiert jedes einzelne Objekt. Zum ersten Mal kann die moderne Welt einen Blick auf den wahren Glanz der Pharaonen werfen, auf die Pracht und den Reichtum ihres Totenkults. Seither wurde jeder archäologische Fund an der Schatzkammer Tutanchamuns gemessen. Doch vergleichbare ägyptische Gräber hat man nicht entdeckt. Das Tal der Könige schien keine Sensationen mehr bereitzuhalten. Doch als der Ägyptologe Kent Weeks vor einigen Jahren ein kleines Grab mit der Bezeichnung KV5 von Sand und Geröll befreite, erlebte er eine Überraschung.
Jahrzehntelang hielt man KV5 für ein Grab mit nicht mehr als 6 Kammern. Doch nun legte man einen Korridor frei, von dem Dutzende von Grabkammern abzweigten. KV5, die letzte Ruhestätte der Söhne Ramses II., entpuppte sich für Grabungsleiter Kent Weeks als die größte Anlage, die je im Tal der Könige gefunden wurde. Es gibt Korridore, die mindestens 150 Meter weit in diesen Berg hineinreichen. Diagonal gehen davon weitere Korridore ab. Hier unter der Straße entlang bis dorthin, wo die Leute stehen. Andere Korridore verlaufen quer zur Straße, in diese Richtung, in den Berg hinein und das Grab Ramses II. Zu. Andere Korridore liegen in südliche Richtung, das Tal hinunter, bis ungefähr zum Grab Tutanchamuns. Bis jetzt haben wir 150 Kammern entdeckt. Die meisten Gräber bestehen aus höchstens 18 oder 19 Kammern. Wenn man sich vor Augen hält, dass Setos Grab 800 Quadratmeter groß ist, dieses Grab aber mehr als 3000 bedeckt, dann bekommt man eine Vorstellung von seiner enormen Ausdehnung. Wir haben es mit einzigartigen Kunstschätzen zu tun, die es zu schützen gilt. Deshalb versuchen wir bei den Grabungen, jedes neue technische Verfahren zu nutzen und so vorsichtig wie möglich einzusetzen. Eine Laserkamera, die dem FBI gute Dienste zur Verbrechensbekämpfung leistet. Hier im Tal der Könige dient sie einem anderen Zweck. Mit ihrer Hilfe soll ein Grab bis ins kleinste Detail aufgezeichnet werden. Wenn das Experiment gelingt, könnte man den Besuchern bald dreidimensionale Aufnahmen von jedem Grab im Tal der Könige bieten. Mit 900 Umdrehungen pro Minute scannt der Laser nicht nur die Oberflächen der Grabkammer, sondern blickt auch hinter Wände, sucht verborgene Hohlräume. Die Laserkamera erlaubt es uns, ein Grab dreidimensional darzustellen. Wir brauchen keine 15 Jahre mehr, um es zu vermessen und aufzuzeichnen. In 4 oder 5 Stunden bekommen wir ein recht genaues Bild. Bald wird es für die Archäologen möglich sein, virtuell auf Entdeckungsreise im nun dreidimensional aufbereiteten Tal der Könige zu gehen. Für Kent Weeks ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Wenn ein Grab zerstört wird, ist das mit nichts zu ersetzen. Doch mit dieser Methode erhalten wir etwas für kommende Generationen. Heute geht es in erster Linie darum, das Tal der Könige zu erhalten. Doch Archäologen wie Bob Breer wissen, dass es immer wieder Menschen geben wird, die hier auf unentdeckte Schätze stoßen. Viele hielten das Tal der Könige für ausgereizt. Belzoni glaubte, er hätte alles gefunden, was zu finden war. Doch dann entdeckte Howard Carter Tutanchamun. Und dann fand Kent Weeks KV5. Das Tal der Könige ist keineswegs vollständig erforscht. Ebenso wenig wie andere Grabungsplätze in Ägypten. An jeder Felswand kann man mögliche Fundstellen entdecken. Das Tal birgt noch viele Geheimnisse. Sie zu lüften wird die Aufgabe kommender Generationen sein.